Willkommen zurück zu GTA 4. Beim letzten Mal haben wir Francis beerdigt. Hier fahren gerade die Beerdigungsgäste weg. Und jetzt machen wir was, was ich schon länger mal machen wollte. Wir sind ja gerade auf dieser Insel hier. Und wir sind ganz in der Nähe von der Seilbahnstation. Wir fahren jetzt mit der Seilbahn! Das wollte ich schon immer mal machen hier. Oh, Seilbahn fahren. Oh, können wir die... Oh, dem können wir sogar ein bisschen Geld geben. Wo wirst du das hin? Naja, wenigstens hat er 10 Dollar von uns bekommen. Kann er glücklich sein. Wie läuft das jetzt eigentlich hier? Ah, so läuft das. Und jetzt fahren wir mit der Seilbahn hier. Boah, ist das knallharte Action. Geh für den Zeitlupenmodus. Oh, wer ruft da an? Nico, Gerald McCreary here, calling from the Alderney State Correctional Facility. Hey, Jerry. I heard you've been locked up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. I put you on the visitors list here. Come down. Alles klar. So, wir sind da. Hat doch Spaß gemacht. Aber zu unserem kleinen Knastfreund hier gehen wir heute nicht. Ich möchte jetzt auf die andere Stadtseite zurück nach Broker, um Hilfe, um ein paar Autos für unseren Brucey zu holen. So, ich hoffe, hier sitzt kein Gast drin, den ich jetzt rauswerf. Nee, gut. Internetcafé bitte. Nimm doch mal deinen Arm weg da, danke. Internet Broker. Wenn wir schon mal hier sind, fahren wir auch mit dem Taxi hier ganz in Ruhe. Es finde ich schön, dass man sich im Taxi herumsehen kann und so. Wir fahren jetzt einfach mal mit dem Taxi auf die andere Seite. Ist ja auch mal ganz schön. Was haben wir denn hier? Ja, echt mal, fahr schneller. Also der fährt auf jeden Fall schon mal ordentlicher als ich, stelle ich fest. Viel ordentlicher. Das ist auch mal eine ganz coole Sache, einfach die Stadt mal aus einem Taxi raus zu sehen. Es wirkt irgendwie gleich ganz anders. Hey, die Seilbahn kenne ich, mit der sind wir gefahren. Ah, da kommt sie gerade. Kommt sie oder geht sie? Wer weiß das schon? Da, Hilfe! Boah, jetzt weiß ich nicht, wie sich entführte Leute fühlen, wenn sie bei mir mitfahren. Ich hoffe einfach mal, wir kommen lebend auf der anderen Seite an. Oh, du bist da jemandem reingefahren, das weißt du, ne? 12.31 Uhr laut der Uhr da oben. Zeit für Mittagessen. Da. Das ist aber cool. Durch die Scheiben hier hört man nichts mehr groß. Ist alles so schön ruhig und leise. Das finde ich eine coole Sache, dass man hier beim Taxifahren zusehen kann. Das ist cool. Das gefällt mir. Aber lange werden wir auch nicht mehr fahren müssen. Wir sind, glaube ich, bald da. Warum so langsam? Drivers wanted. Die suchen also noch Taxifahrer, okay. Boah. Das sieht alles anders aus aus dieser Perspektive. Finde ich cool. Gefällt mir. Neues Hobby, Taxifahren. Boah. Kollege, du bist dagegen gefahren und hast dein Schild ver... Was machst du? Wir sind doch fast am Ziel, was tust du denn hier? Ach ja, Taxifahrer, ich glaube, die muss man nicht verstehen. Besonders nicht in GTA. Und da sind wir auch schon. Au.
Ja, noch weiter weg ging's nicht, ne? Da. Nico, hallo. I hope you're not going to start using another internet cafe. Would not be the same without you coming here. No, Alejandro, it wouldn't be the same without you working here. So. Auf in the web. Zwei neue E-Mails, eine von Sir Lenora H. Hitterbearer. Viel Geld wartet auf Sie. Ich bin Mr. Luke Mark, der Fünft. Okay. Buchprüfer der Bank of the North. International, bla bla bla. Ich habe den Mut, um Nachsichtigkeit und allgegenwärtiges Licht für diese wichtigen Geschäfte zu ersehnen. Naja gut, wieder eine Spam-Mail. Lucy, was willst du denn? Nico, auf der Straße spricht man von einem tollen Patriot. Das Schätzchen steht in einer Gasse in Schottler. Bei einigen zugetrönten Dealern. Mit dem letzten Job hast du mich echt beeindruckt, Alter. Du bist der Größte. Antworte, dann kannst du mir das Gefährt besorgen. Bleib gnädig überlegen, Alter. Ich besorg ihn dir! Wir haben einen neuen Auftrag. Das Taxi steht immer noch hier, okay? Hallo. Diesmal fahre ich aber. Steig aus. Steig aus, habe ich gesagt, jetzt! Also, Taxifahrer von heute. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, das ist gar nicht so weit weg. Oh, Leute, kommt schon. Geht doch mal alle aus dem Weg hier. Den ganzen Tag muss man sich mit solchen Leuten rumärgern, die hier die ganze Straße blockieren. Nur weil die alle keinen Führerschein haben. Und fahren wie die Henker. Ich fahr ordentlich, ihr nicht. So. Ja, ja. Ah, Hilfe! Fahr, 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 fahr! Die haben Knarren. Was zur Hölle ist hier los? Hilfe! Ich dachte, ich muss nur ein Auto klauen. Und dann sowas. Wow. Da. Vorsicht, Vorsicht. Getroffen. Mein lieber Scholli. Damit habe ich ja jetzt als letztes gerechnet. So, ich bin unten. Öffne mir die Pforte. Ich habe ein Auto für dich. So, 1300 war es noch wert. Da, aua. Okay, okay, aussteigen. Die Polizei stand hier direkt daneben und haben nichts gemacht, alles klar. Oh, jetzt habe ich schon wieder so einen schreienden Typen drin. Aber ich weiß ja jetzt, wie er sich fühlt nach unserer kleinen Taxifahrt. Verschwindet! Don't ask, don't tell. Ja, ja. This shit ist ein Taxi. Oh, hör auf so rumzuschreien, du nervst mich, wirklich. Du kannst gleich aussteigen, wir sind ja hier jetzt am Internetcafé. Hier, mach's gut. Was will Peggy denn schon wieder? Nico, danke für die Aktion auf der Beerdigung. Du bist ein guter Mann, das war Wahnsinn. War natürlich das Letzte, was Ma brauchte. Hab gesehen, dass du mit Kate geredet hast, du Listiger. Du willst Ärger? Ja toll, danke, hast du echt super gemacht. Ich danke dir, wunderbar. Jetzt schnell ins Internet und ein neues Auto holen. Jo, Nico, was liegt an? Es gibt da diesen schönen Sabri GT. Das Prunkstück parkt vor einer Station im Meadows Hill und sieht echt rattenscharf aus. Als ich ins Versteck kam und diese Schönheit sah, habe ich fast geweint, Alter. Das ist echt ein Knaller. Antworte auf die E-Mail, wenn du glaubst, der Sache gewachsen zu sein. Bis später. Schon erledigt. Ah, wieso schießt ihr direkt? Ich hab doch nicht den Bullen angegriffen, sondern nur die Tür. Ah, Hilfe. Lasst mich bitte leben. Das Leben in Liberty City ist schon
ziemlich spannend und von Kugeln erfüllt. Diesmal müssen wir was weiterfahren für das Auto. Aber schön, so sieht man auch mal die Tankstelle hier. Ah, Hilfe. Ah, Hilfe. Ah, Hilfe 2. Ah, Hilfe 3. Ich bin so hilfsbedürftig. Da! So, wir sind da. Ein schönes Auto. Was? Direkt schon wieder zwei Sterne? Oh. Das kann doch nicht sein. Haben die auf das Auto gewartet oder was? Ich glaube, wegen den ganzen Autodiebstählen haben die jetzt ein Auto angesetzt, dass ich klaue, damit die mir hinterherkommen oder was. Finde ich auf jeden Fall nicht wirklich in Ordnung von euch Polizisten. Aber das Auto gehört trotzdem mir, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr kommt mir nicht nach. Leider doch, aber nicht lange. Da! Ja, ja, nein, 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 nein! Toll, wunderbar, danke Polizisten, ich danke euch wirklich vielmals, vielmals, ihr habt das echt toll gemacht. Ja, ballert noch auf mich. Ach ja, das sind doch schöne Momente, da freut's einen richtig. Geht weg, lass mich in... bitte! Nein, ich möchte das nicht. Was willst du denn? Nico, Junge, ich habe eine Ewigkeit nichts mehr von dir gehört. Ja, ja. Ich bin nicht verrückt. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Bin kein Verrückter. Verschwindet. Geht weg. Ich will mich jetzt nicht mit euch anlegen müssen, also. Ich wollte nur in Ruhe dieses Auto besorgen. Mehr nicht. Was ist denn daran so schlimm überhaupt? Könnt ihr mir das mal sagen? Boah, was zur Hölle? Hallo? Dann gehen wir lieber hier ganz in die Ecke. Und holen uns blitzschnell die E-Mail und versuchen es nochmal. Da! Steig ein, Nico! Steig ein! Oh, Mensch, Nico, was machst du auch? Da rennt er lieber stundenlang gegen die Tür, anstatt mal auszusteigen. Ihr könnt aufhören zu ballern, ich bin tot. Willkommen im Krankenhaus. Aber wenigstens sind wir jetzt die Polizei los. Wo müssen wir denn langfahren, um wieder zum... Okay. Ach ja. Der Brucey, du. Lässt er mich Autos klauen, wo ich Fahndungslevel für kriege? Ich glaub's ja nicht. Nee. Hier bin ich doch falsch. Ich muss doch in die andere Richtung, oder nicht? Muss da lang, muss ich. Da hupt mich schon wieder alles an hier. Nur weil ich ein paar Autos klauen will, muss mich hier alles jetzt anhupen, oder wie? Ja, ist gut, Taxi. Leute, kommt schon. Ich will doch nur dieses Auto klauen. Ich bin doch ganz artig. Ich tue niemandem was. Außer den Besitzern der Autos natürlich. Den tue ich ganz klar was. Und da bin ich wieder. So, E-Mails checken. Holen. Hol den Sabre GT. Ich habe da aber so eine verrückte Idee gerade, die vielleicht funktionieren könnte. Und ich würde auch sagen, wir beenden hier gleich das Video und beim nächsten Mal holen wir noch mehr Autos für Brucey. Ich habe gerade so Lust dran, Autos zu holen.
Ich weiß auch nicht, macht mir irgendwie gerade Spaß und deshalb würde ich sagen, machen wir die ganze Sache beim nächsten Mal weiter. Macht es gut. Euer Lord Peter, der mal wieder nicht fahren kann. Egal, macht's gut.